Naja, schauen wir mal, was die ausrichten können. Ach, das war keine gute Idee. Nope, das war keine gute... Oh, sie ist schon kaputt. Ja, das hat getroffen. Das hat nicht getroffen. Das hat auch nicht getroffen. Ja, ich bin richtig gut. Gehen wir mal näher in den Zug. Aha. Au! Ups. Ja, wenn das Vieh getötet wird, macht's Boom. Scheiße, I'm Captain Obvious. Einen roten Lizard. Das ist schön. Ja, nur leicht... Okay, die Kisten müssen wir unbedingt kaputt machen. Ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, das war für hier. Was haben wir denn hier? Ah, damn that she devil. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ich denke mal, das war jetzt für da hinten, wo man dann zu dieser Truhe kam. Deswegen begeben wir uns noch einmal zurück. Aber die Dinger würde ich echt gern kaputt machen. Oh, geht doch. Oh. Egal. Das gibt's doch nicht. Doof. Das war dumm. Mist. Hey, da ist eine Karte. Unten drunter gewesen. Blutbusch. Wie ihr seht, wir haben wenig Leben. Sie hält sich die Rippen, sage ich jetzt mal. Und fängt an zu keuchen. Also, das finde ich richtig cool gemacht. Das überzeugt. Wisst ihr, das ist dann nicht so... Ach, ich stelle mich in die Ecke, bis mein roter Rand aufhört zu blinken. Dann kann ich wieder 10 Schüsse in den Kopf abkriegen. Nein, das hier ist überzeugend. Das wirkt authentischer. Vor allem humpelt sie auch so ein bisschen. Ich finde das voll überzeugend. Mir gefällt das. Also nicht, dass das jetzt eine Frau hier irgendwie so... Nein, Quatsch. Nein. Gut, das mit dem Boden hier ist jetzt wieder weniger überzeugend, aber naja, man kann nicht alles haben. Ein Mindflayer! Das ist doch mal was, ne? Das ist doch echt nicht schlecht. So, und weiter geht's. Hoffentlich kriegen wir bald eine Fee oder eine Deckbearbeitungsstation. Aber wenn man die ganze Zeit so gehen würde, wäre ja scheiße, ne? Naja. Oh oh. Oh Mann, wie fies! Das ist fies! Das ist fies! Wir brauchen ein paar Dinger und jetzt werden Karten abgeworfen, weil ich mich definitiv heilen will. Fee. Das ist gut. Oh. Geh weg! Och Mann! Nee! Oh nee! Mann! Getroffen. Eieieiei. Gut. Nicht getroffen. Nicht gut. Oh, stelle ich mich gerade an. So viel zum Thema Erfahren und so weiter. Und weg hier. Puh. Es kann gut sein, dass ich am Ende dieses Levels Probleme habe. Und es nochmal probieren muss. Das kann sehr gut sein. Ich habe nämlich die Erinnerung noch, dass dieses Level nicht gerade ohne war. Hier und da. Ich glaube, die unangenehmste Stelle haben wir noch nicht mal. Gutes Erkunden, das kostet immer hier und da einiges. Das kann viele Karten kosten, viel Leben. Gib mir deine Karte. Naja. Warum nicht? Leben wäre mir jetzt lieber gewesen, aber hey, was soll's. Man meckert nicht, ne? Im geschenkten Gaul und so weiter. Yes, wir haben Will-O-Wisp bekommen. Wo ist die Statue, die rumspackt? Ach, das ist doch echt nicht fair. Das ist doch echt nicht fair. Mann. So, wir helfen mal ein bisschen aus. Oh. Oder auch nicht wirklich. Ja.
Geh weg, Will-O-Wisp. Das ist echt uncool gerade. Vielleicht funktioniert es ja mit dem Mandragora. Komm schon, kommt näher. Lass mich weg. Puh. Immerhin. Welcher Soldat? Der nicht. Stillgestanden. Oh Mann, du hättest meine HP auffüllen. Was? Hä? Hä? Wo haben wir denn bitte einen übersehen? Das gibt's doch nicht. Hä? Ja, und sowas kostet dann auch noch Zeit und Karten und HP. Okay, I am seriously confused. Ach, da ist er. Mann. Naja. So kann's gehen, Leute. So schnell kann's gehen. Hoffentlich kommen wir hier ohne Kampf durch. Sieht gut aus. Wir sind ohne Kampf durchgekommen. Yay. Jetzt wäre so ein Bearbeitungsdeck recht cool, aber diesen Luxus haben wir halt eben nicht. Holen wir wenigstens mal die Truhe. Und was haben wir? Was kriegen wir? Oh, ein Wizard. Naja, das ist auch nur eine Buffkarte. Was heißt nur? Es ist eine Buffkarte, ja. Ich mag sie nicht so. Was haben wir denn hier? Ach du Schande. Lass mich weg hier! Lass mich weg hier! Ah, das hat doch gesessen. Oh. So, mal kurz die Statuen angucken. Okay. Hier ist alles einheitlich. Ach, du kannst doch echt mal Leben auffüllen. Sieht auch gleich aus. The Princess of Alanye? You are truly as fair as your father described you. They attacked the castle. We tried. Okay. Wer? Red Lizard, okay. Ist auch eine Waffenkarte. Oh, Will-O-Wisps. Ich liebe Will-O-Wisps. Will-O-Wisps sind imbar. Ihr habt ja gesehen, wie sie uns Schaden gemacht haben. Mit Fernkampfviechern wäre es natürlich angenehmer gewesen, aber naja. Alles reinballern. So, der Mindflayer, was macht er genau? Er ist eine Verwandlung und stellt Karten wieder her. 5 bis 10 Karten. Das ist cool. Ich wusste doch, dass er viele Karten herstellt. So, und ja, das ist noch gar nicht das Ende, oder? Doch. Das ist ein Bosskampf sozusagen. You have lost, King. Also er hat verloren und sie will sich den Runenstein schnappen, der in der Kiste da versteckt ist. Do not try to stop me. You may not live to regret it. Wir haben nicht mal gesagt, dass wir sie stoppen. Ist klar, nur Waffenkarten. Ich glaube, es hackt. Okay, sie verwandelt sich in einen Archer, das heißt, ich halte die Taste gedrückt. Ja, mach deinen Angriff, Poops Goblin. Sehr schöner Effekt der Will-O-Wisp-Karte. Bitte triff, bitte. Ah, nicht getroffen. Wie ihr seht, wir kämpfen hier gegen einen gegnerischen Beschwörer. Okay, das ist ein Mandragora, den wollen wir nicht unbedingt. Verdammt, ich habe mich nicht rumgedreht. Was? Ich habe die falsche Karte gedrückt. Verdammt, das hat uns gekillt. Falsche Karte benutzt, verdammt.
Überfällt, okay. Dreck, Dreck! Nur weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Mann! Wie oft haben wir denn den? Dreimal. Gut, gesammelte Karten sind immerhin vorhanden. So ein Scheiß. Was holen wir denn weg? Was können wir denn jetzt? Dich brauchen wir nicht mehr, so. Da holen wir dich mit rein. Dich holen wir auch nur einmal mit, so. Dafür kommst du mit. Der Mindflayer, den lassen wir draußen, weil er uns gerade gekillt hat. Und der Blutbusch macht was? Its attack power is weak, but the life it drains from any monsters is returned to the player as hit points. Aha. Ist das eine Angriffs? Nein, das ist eine Verwandlung. Ah, okay. Nein. Naja. Das heißt, wir speichern. Na toll, falsche Karte benutzt. Oh. Das Schlimme war jetzt halt eben, dass die Kosten der Karte so hoch waren, dass wir sie nicht bezahlen konnten und sie stattdessen das Leben absaugt, wenn man die Kosten nicht bezahlen kann. Beziehungsweise sie saugt die Kosten weg und dann noch Leben. Und die war so teuer, dass sie uns alles weggenatzt hat. Supidupi. Jetzt reden wir aber nicht mehr mit den ganzen Leuten. Die Truhen haben wir eh schon gelootet, also geht das jetzt ein bisschen schneller. Ob es einfacher ist, sei mal dahingestellt. Aber die hat uns ganz schön in den Bobbes versohlt, das muss man ihr lassen. So, wo sind die seltsam aussehenden Statuen? Was haben wir denn? Dich brauchen wir nicht, nein. Oh ja, du bist cool. Und voll daneben gehauen. Au. Drecksack. So, und noch einer. Zack. Du siehst anders aus. Ach, ja, stimmt, du bist ja auch die, die wir verschieben können. Du bist dran, okay. So, was? Du? Ach nein. Hä? Ach, hier ist gar nichts, stimmt. Och, heil uns doch, Manu. Naja. Es sollte trotzdem besser klappen als eben. Jetzt bist du dran, glaube ich. Ja. Naja. Wie gesagt, das Spiel hat hier und da trotzdem seine Tücken, wie ihr seht. Falsche Karte benutzt. Leben abgesaugt, kriegt ohne Ende. Und das war's dann. Bye, bye. Ich habe keine Ahnung, welche wir alles benutzen müssen. Deswegen klicke ich sie einfach alle an. Hier, du zum Beispiel auch. Die weiß ich jetzt noch. Oh, eine Karte hergestellt. Den Dragon Knight. Sehr cool. Was? Hallo? Willst du mich verarschen? Was soll denn das jetzt? Oh nein. Och nein. Wieso das Ding? Och Gott, wieso nicht getroffen? Mann. Das Vieh ist schlimm. Kein Schaden. Lass mich hier weg, bitte. Lass mich an den Kristall. Schreckliche Fallenkarte, das Ding da. Schreckliche Karte, das Ding da hinten. Kristalle, Kristalle, Kristalle. Oh nein, oh nein, oh nein. Furchtbar. Ich hasse es. Das könnte uns jetzt schon diesen Kampf kosten. Das ist es halt. Ihr seht, wie widerspenstig das Ding ist. Oh! Echt uncool! Geh weg! Oh Mann! Ha! Oh, ich habe gerade einen Facepalm verpasst. Das war gerade übelste Dummheit. Das gibt's da nicht. Wieso ist die Statue nicht ganz vorne? Ich habe letztens doch auch nicht mehr benutzt. Ach, du noch, oder was? Gut, damit die andere nach hinten rückt. Okay, ergibt Sinn. Na toll, 24 HP. Das sieht doch gut aus, oder Leute? Scheibenkleister, ey. Vielleicht haben wir ja Glück und hier bricht kein Kampf aus.
1, 2, hier ist nichts, gut. Sieht gut aus. Wir haben das geschafft, juhu. Wenn wir jetzt bis hinten an das Ding kommen, können wir uns wenigstens heilen. Aber hier bricht bestimmt noch ein Kampf aus. Bitte keine Kopfsteinstatue. Naja, ist okay. Ich hab euch auch lieb. Oh ja, ihr steht gut. Ihr steht jetzt nicht mehr so gut. Machen wir es einfach mal so, so. Was? Verdammt! Ich muss besser auf meine Karten gucken. Ich muss besser auf die Karten achten. Nein, nein! Ich bin nervös. Mann! Ein bisschen Scheiße bauen und man ist, ja, wie erstmal am Arsch. So. Diesmal benutze ich aber nicht den hässlichen Monk, denn er ist nicht mal im Deck drin. So, jetzt wird's Zeit, die Tuse zu vernichten. Do not try to stop me! So. Was haben wir denn? Sie fängt direkt mit einem Archer an. Okay, soll sie. Habe ich kein Problem mit. Darf ich? Hallo? Hallo? Okay, ich darf mich nicht bewegen. Hey, was soll das? Ich darf mich nicht bewegen. Ich darf keine Karte benutzen. Das hatte ich ja noch nie sowas. Hallo? Was ist denn das? Ich stecke meinen Controller neu ein. Okay, mal gucken, ob es jetzt geht. Das gibt's ja nicht. Ist das, weil ich die Sequenz weggedrückt habe? Hallo? Jetzt geht es! Willst du mich verarschen? So, dann gib mir mal ein bisschen was von deinen tollen Kristallen. Banshee. FTW, so. Ach, beschwör doch, was du... Nein, sie hat da... Oh. Ich will hier weg. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie ein Mandragora gesetzt hat. Okay, uns geht's gut. Uns geht's gut. Es ist nur ein Archer. Das ist verkraftbar. Schieß doch, was du willst. I don't care. Caterpillar macht dich kaputt. Ne, Caterpoker. Kabunkel will ich nicht, ne? Aber der Cockatrip. Ich dachte, ich habe mich abgeworfen. Na, egal. Aua. Oh, Leute. Oh, wir brauchen Kristalle. Wir brauchen Kristalle. Och, nö. Ah, das war schon mal nicht schlecht. Haben wir sie jetzt? Nein. Noch nicht. Sie ist hartnäckig. Aber... Ja, 7 HP. Wem geben wir denn den Kill? Ah, komm. Was? So. Und heilen noch. Heilen ist nie verkehrt. Müssen wir das Ding auch noch besiegen? Sieht so aus, hä? Nö. Mystery Woman. So, 20, 12, 240, 1260. Gut. You have a runestone? We shall meet again, runestone bearer. And next time I won't let you off so easily. I am Helena. Mark it well, for it is the name of your master. Ich hab dich besiegt, I don't care. So, dann reden wir mal mit dem Kumpel. You are the princess of Alanie. Heimund. You have grown since I last saw you. You are as your father described you. Please take that which you will find in the treasure chest. Okay.
Hm? Was ist das? Yay, wir haben mehr Leben. Wir haben mehr maximale Kristalle. Your father... Oh Mist, das war doch nicht derselbe Text. He had not been here long when the she-devil and her horde of foul creatures appeared out of nowhere. King Theobane fought with great courage, but alas, the enemy was too many. We were driven apart. You didn't find the king inside the castle? We must hope he escaped and hasn't been able to return yet. Princess, it is my sworn duty to prevent our runestone from leaving Vale. But if the runestone stays here, it will be taken by the enemy. My men are exhausted, Princess. The next assault will break us. I want you to have our runestone. May it serve you well. The other kings must also give you their runestones. It is the only way to keep them from the enemy. Ja, wir kriegen die Runensteine, die 5 Runensteine, glaube ich, kriegen wir, um stärker zu werden und sie vor den Gegnern zu verteidigen. Wie ihr seht, wir kriegen HP dabei, maximale Energie und ich glaube sogar die Deckgröße steigt, glaube ich, nicht. Leider nur 4 Sterne. Hoffentlich kriegen wir eine der coolen Karten. Yeah, perfekt. Will-O-Wisp, das ist die geile Fallenkarte. Das in die Luft fliegt, genau wie meine Ratten gerade. Und den Stonehead. Das ist ein richtig cooles Ding. Death Drop ist eine Fähigkeit. Das schwebt so lange in der Luft, bis etwas in der Nähe ist und dann zack, die Bumm. Genau wie das gerade, was ihr gehört habt. Kommt er von oben runtergeschossen und haut alles kaputt. Ja. Das war dann dieses Level mit Castle Grail. Und jetzt sollen wir wieder mit Gurrit reden. Das werden wir auch tun, weil wir es können. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Mal gucken, was wir für Karten transformieren können und kopieren können. Mal gucken. Das spielt immerhin eine große Rolle. So, King Theobane wasn't at Grail Castle after all, hm? Presumably... Was? Presumable? Nee, presumably... Wow, okay. He set out for other lands to warn them that someone was trying to steal the runestones. If I were the king, I would have gone to Kandari Castle, it's the closest. You will find it on the other side of the Bridge of Seven. Sorry, ich bin gerade ein klein wenig abgelenkt gewesen. Ich glaube, ich muss euch mal ein Video von meinen Haustieren machen, wie die miteinander zanken. I wonder. Yes, of course, the monsters are part of a plan to steal the runestones. Oh dear. Talk to Gurrit. So. Gut, das war das. Was heißt gut? So wirklich gut ist das jetzt nicht. Oh, sie hat neue Karten bekommen. Das sind die richtig coolen. Der Landshark ist nicht so cool. Der Demonhound ist interessant. Der Sandwurm ist nicht so interessant. Chimera ist recht cool, aber die kaufen wir uns nicht. Die kriegen wir irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ah, da haben wir schon das Neueste, die Kitty Trap. Auch eine sehr interessante Fallenkarte, die wir aber auch noch nicht herstellen werden, weil wir erstens das sehen wollen, das ist nämlich sehr cool, und der Mandragora selbst, den finde ich persönlich im Moment noch besser. Das werden wir aber definitiv herstellen. Die Crystal Rose, denn die hat einen sehr weiten, starken Angriff. Das ist eine Waffenkarte. So. Außerdem, boops. So, was haben wir noch? Die Fee, hast du was Neues? Sirene! Sirene ist cool. Das ist eine unabhängige Karte, die den Song of Sadness singt. Hört ihr mal auf da drin? Das Coole an dem Vieh ist, sie bewegt sich doch nicht. Okay. Sie singt ihren Song, also ihr Lied, das näheren Viechern Leben absaugt. Ja. Das wär's, ja. Ich dachte zwar, sie heilt uns, aber dann war das doch das. Wir machen sie aber noch nicht, weil wir sie eh nicht ins Deck packen würden. Ganz ruhig.
weil sie eh nicht ins Deck packen würden. Und wir wollen sehen, was bei 2800 ist. Ich weiß das nämlich alles nicht mehr. Es gibt 105 verschiedene Karten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist der Juggernaut, von dem ich euch erzählt habe. Der wird direkt hergestellt und ausgetauscht. Hey. Sorry, Leute. Die Hitze beeinträchtigt sie natürlich auch ein wenig und macht sie nervös. Deswegen raufen sie ein bisschen mehr als ursprünglich gewollt. Die Dinger wollen wir nicht unbedingt und besonders wollen wir nicht die Banshee dazu benutzen. Die Banshee ist eine meiner Lieblingskarten. Oh, das ist natürlich jetzt interessant. Weil den Maelstrom, den mag ich so wirklich nicht so. Aber wie ihr seht, wir könnten die Chimera herstellen. Die ist auch nicht schlecht. Die macht gut Schaden. Aber die 5000 interessiert mich doch mehr. Meistens ist es so, was teuer ist, ist sehr interessant. Oh, das ist gut. Der Seamonk, der kann sich weiterentwickeln. Super. Evil Eye, was macht das? Ah. Hä? Ah, okay, es gibt keine Spezialschadensdinger mehr. Sowas wie Verwirrtheit oder sowas. Verwirren oder sowas wahrscheinlich. Rebus ist recht cool. Weil es heilt. Weil es heilt, ja. 30% und es stellt Karten wieder her. Das Vieh mag ich sehr. Deswegen stellen wir das nämlich auch her. Außerdem sieht es cool aus, oder? Vom Bild her sieht es eher aus wie so eine komische Ratte oder sowas. Oh, wir können den Dark Waven zu einer Chimera machen und zum Cockatrice. Machen wir ihn zur Chimera. Sieht doch cool aus, oder? So, was hat der Waven denn? Nix. Der Dragonlight, ja. Wie gesagt, den werden wir nicht dingsen. Das ist schon eine andere Geschichte mit dem Fire Gargoyle. Wie ihr seht, Hand of Pain und Hand of Fire. Hand of Pain macht Wasserschaden höher. Und Hand of Fire erhöht den Feuerschaden. Die Dinger greifen, glaube ich, gar nicht an. Ach ja, und halbieren den Schaden des Gegensatzelements. Nicht des gegensätzlichen Elements, sondern doch des gegensätzlichen Elements. So. Ja, aber sie greift halt eben nicht an. Sie rennt halt nur rum und verstärkt den Effekt. Ist vielleicht ganz interessant für spätere Dinge, die wir vorhaben werden. So, jetzt wird aber erstmal kopiert. Und zwar die Banshee direkt. Das ist auch cool gemacht. Ich finde das sau cool. So, dann haben wir die nämlich dupliziert und der Dragonite wird auch direkt dupliziert. Gerade der Dragonite ist eine sehr starke Karte, finde ich. Selbst wenn sie gegen das gegensätzliche Element genutzt wird. So, Mandragora, nein, du wirst nicht kopiert. So, das war das. Dann backen wir jetzt das Deck neu. Dann schieben wir es für 30 Minuten in den Ofen und dann ist es gut. So. Raus geht. Einmal Mantrap. Die Mumie darf drin bleiben. Simon geht raus. So. Falsch. Links. Genau, was haben wir denn? Die Banshee. Die Dragonlight. So. Dann Kabunkel darf noch drin bleiben. Die Mumie geht weg. Dafür kommt Rebus. Was machen wir noch raus? Ein Lykanthrop weniger.
Dafür kommt der Juggernaut noch dazu. Den Stonehead brauchen wir nicht. Die Kristallrose wäre noch recht interessant. Die Giant Crab machen wir weg. Dafür kommt die Crystal Rose dabei. Ja, gut. Das ist das. Und dann speichern wir hier nochmal. Und... so? Der einzige Grund, warum ich jetzt pausieren werde, ist, weil ich Angst habe, ich hatte ja heute schon mal einen Stromausfall, dass ich jetzt nochmal einen Stromausfall hätte. Also die ganze Gegend hier hatte Stromausfall. Und dann wäre wieder die Aufnahme im Arsch, weil sie nicht verarbeitet werden könnte. Also Leute, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao!